Hallo und herzlich willkommen bei Alania Homex. Mein Name ist Yeshim und ich möchte euch an diesem wunderschönen Tag mit dieser wunderschönen Aussicht ein sehr, sehr schönes Haus machen. Also, dann kommt mal mit. So, wir waren gerade auf der Dachterrasse. Sehr, sehr schön. Das Haus befindet sich in einer Anlage mit 10 Villen, einem Gemeinschaftspool. Sehr schön, sehr ruhig und ganz weit oben mit einem wunderschönen Ausblick. So, das ist schon mal das oberste Stockwerk mit der Dachterrasse. Wir haben hier alles sehr, sehr schön hell. Die Wände, die Fliesen, die Fenster. Man hat genug Licht und Raum. So, dann wären wir auch schon im ersten Stock. Im ersten Stock haben wir 3 Schlafzimmer und 2 Bäder. Fangen wir am besten mit einem Zimmer schon mal an. So, da sehen wir schon mal hier die gemachte Wäsche. So könnte es natürlich aussehen. Wir haben hier ein Stockbett, wir haben hier ein großes Fenster. Zwar zum Nachbarn hin, aber wenn man natürlich auf dieser Seite liegt, hat man hier trotzdem einen sehr schönen Blick auf ein bisschen felsiges Gestein und ein paar schöne Palmen. Besser als nichts, ne? So, wir haben sehr, sehr schöne Stuckdecken. Also, da gibt es nichts zu machen. Die Zimmer sind alle mit einer Deko-Klimaanlage ausgestattet. Dann kommen wir auch schon ins nächste Schlafzimmer. Auch wieder sehr schön hell. Fenster, Balkon, Platz für ein großes Bett, Platz für einen Kleiderschrank und auch hier eine atemberaubende Aussicht. So, die Fenster haben auch alle Rollos, nicht elektrisch, aber das kann man natürlich, falls es irgendjemand wünscht, dass man hier noch ein bisschen was macht und irgendwo noch was verändern möchte, ist das auch alles machbar. Dann gehen wir auch schon wieder weiter. So, wir haben übrigens 190 Quadratmeter hier, von der Dachterrasse bis zum Keller. Ja, richtig gehört, es gibt einen Keller, den man natürlich als Hobbyraum etc. nutzen kann, aber den zeige ich euch dann gleich. So, hier haben wir natürlich so gesehen das größte Schlafzimmer. Auch hier wunderschöne Aussicht nach vorne, Taurusberge. Und auch hier kommt man zum Balkon raus mit einer sehr schönen Aussicht auf das Meer. So, Sicherheitsdienst gibt es hier keinen, außer wenn man nicht dasselbe in die Hand. Auch kein Problem. Diesen Schlagstock gibt es natürlich umsonst dazu. So, dann räumen wir den mal gleich weg, bevor ich jemanden niederknüppeln muss. Und dann gehen wir schon gleich ins Badezimmer, was hier mit dazu gehört. In diesem Badezimmer befindet sich eine Dusche, ein kleines Fenster, Waschbecken und Toilette. Wie man sieht, kann man hier natürlich auch ein bisschen Hand anlegen und eventuell mal das Bad etwas moderner gestalten. Aber das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. So, und dann haben wir hier eben nochmal das Badezimmer für dieses Stockwerk. Ihr hört, da gehen natürlich gleich mal die Düsen an, wenn man hier das Licht einschaltet. Wir haben hier eine Whirlpool-Wanne, eine kleine Dusche, Toilette, Mich und ein Waschtisch. Aber es ist groß, geräumig, man kann sich hier umdrehen, man hat genug Platz. Jawohl, das ist mal das eine zu diesem Stockwerk. Sehr, sehr schön. Dann gehen wir mal weiter nach unten. Auch hier wieder alles hell, Fliesen hell, Wände hell, Zungen klein. Und da werden wir jetzt auch schon im Erdgeschoss. Und zwar haben wir hier das Wohnzimmer. Auch hier, wie schon gesagt, die Klimaanlagen in allen Räumen drin. Wir haben Fenster, wunderschöne Stuckdecken, muss man wirklich dazu sagen. Sollte man definitiv auch so lassen, mit eingebauten Spots. Harmoniert hervorragend. Wir haben hier den Ausgang auf den Balkon. Dann genug Platz für eine Essgruppe. Und von dieser Seite kommen wir auch schon in die Küche. Auch die Küche ist meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Dass hier einfach offen ist, dass man hier genug Platz hat, um auch arbeiten zu können. Man hat hier ein Fenster genau von dem Waschbecken, was auch sehr angenehm ist.
Ansonsten haben wir Gerätschaften von der Marke Siemens. Die Küche ist eigentlich so gesehen noch im Schuss, aber man kann natürlich sagen, okay, ich mache mir hier was Neues, Schneckiges rein, ist alles möglich. So, dann wollen wir mal gucken, was die Katze uns heute für die Tür gelegt hat. Ah, eine Tür und zwar wieder nach außen. Die kann man natürlich dicht machen, wenn man das wünscht. So, dann haben wir hier eben noch das kleine Gäste-WC. Ausgestattet hier auch mit einer kleinen Dusche, einem kleinen Waschtisch und einer Toilette, aber auch mit Fenster und eigentlich genug Platz. Man könnte natürlich hier die Dusche auch ausmachen und, aber wie gesagt, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. So, dann haben wir auch das Wohnzimmer drin und jetzt kommen wir natürlich zum Highlight. Wir gehen nach unten. So, meine Lieben, kommt mit. Dieser Bereich lässt aber keine Wünsche offen. Nein, es ist kein Pool da. Es ist eine Tischtennisplatte. So. Und jeder, der was von sich hält, der weiß auch, wie man Tischtennis spielt. Jawohl, also, Leute, wir haben hier so viel Platz. Ja, man kann hier seine Gartenmöbel reinstellen, man kann hier seine Tischtennisplatte natürlich, die muss ja auch stehen bleiben. Also ich rede jetzt um den Bereich drumherum. Man kann hier seine Koffer abstellen, man kann hier alles mögliche an Gerätschaften hinstellen, man hat genug Platz. Und dann gibt es noch einen Raum, den man, wie ich sehe, noch einmal hier zweimal verschließen kann, entweder für seine Goldbarren oder für seine Waschmaschine. Man kann hier seine Waschmaschine, seinen Trockner, alles hinstellen, das heißt, man kann die Bäder ganz neutral, ohne elektrische Gerätschaften nutzen. Es klimpert nicht, es klappert nicht, wenn irgendjemand ins Bett geht, sondern man bringt seine Wäsche hier runter und dann wird gewaschen und Schluss ist. Sie können natürlich auch Ihre Frau hier einsperren, wenn es dann drauf ankommt, falls es nicht anständig sauber gemacht wurde. Oder Ihre Haushälterin, kommt ganz drauf an. So, von hier haben wir auch nochmal einen Weg nach außen, der aber leider zugesperrt ist. Aber man sieht, da unten gibt es einen relativ großen Gemeinschaftspool. Es ist eine wirklich sehr gepflegte Anlage, also da kann man nichts sagen, mit 10 Villen. Ja, und jetzt gehen wir doch gleich nochmal nach oben, denn ich möchte euch natürlich noch den Außenbereich zeigen. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bei Fragen, Anregungen, Wünschen oder wie auch immer könnt ihr mir sehr, sehr gerne schreiben. Ich würde mich sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Noch eine Kleinigkeit dazu. Man kann natürlich auch seinen Mann unten einsperren. Also nicht unbedingt nur die Frau. So, ansonsten wünsche ich euch was. Bleibt gesund, bleibt munter und ich hoffe, ich höre euch. Macht's gut, bis dann, eure Yeshim. Ciao.